Es wurde noch nie eine Stadt, diese Stadt angegriffen von einem äußeren Feind. Natürlich, die Nacht der Oh, brennenden erstaunlich. Himmel. Die sieben Gezeichneten waren auch vor kurzem hier. Als sie den. Ich glaube, das ist unter Verschluss, aber. Als sie den Akkoroball in der. Im verfluchten Wald aufhielten. Dann Die Orks verzeiht waren mir. hier. Wie viele Schlachten ich hier schon an Garrett geschlagen habe. Nun gut, dann nehmen wir halt diese Orken. Sie sind vielleicht nicht vergleichbar mit einem Galotta, aber ich erinnere mich auch an ein historisches Drama. Hela Horas stand auch vor diesen Toren dieser Stadt. Das ist nicht korrekt. Vollkommen Horas liegt schon. falsch, Fabriglo. Um Himmels Willen, aber mir, was bringt man euch eigentlich bei im lieblichen Feld? Ach, Ihr wir denkt an die haben. erste Dämonenschlacht unter Fraunhoras, Ah, das war's. als Ja, sich sein verzeiht diesen siebzählerisches Namen. Heer gegen ihn wendete. 550 vor Bosporans Fall. Das war's, genau. Lernt eure Geschichte im Horasreich. Nichtsdestotrotz standen auch auf diesen Wällen schon damals Bürger und verteidigten diese Stadt. Nicht wahr? Lasst mir die Geschichte Geschichte sein und schreiben lieber selber neue Geschichte, die wir an unsere Kinder weitertragen können. Wir müssen die Leute dazu bringen, dass sie an unserer Seite kämpfen. Wir müssen sie aufwiegeln. Wir müssen ihnen Mut zusprechen und nun Gareth zu den Waffen rufen. Die Geschichtsstunde abzuschließen, Abelmir. Ja, vor den Toren Gard standen unzählige Dämonen und eine riesige Legion unter geführt von Fraen Horas direkt im Mittwald. Wir hatten zwar Unterstützung von den Havenaranern, aber die Stadt selbst wurde vollständig vernichtet. Danach zogen Orks hier ein. Und Kulte, die es nicht wert sind, ausgesprochen zu werden. Diese Schlacht haben wir damals verloren. Und die sollten wir vermeiden. Die sollten wir verschweigen, das ist korrekt. Wir müssen Sagte uns jetzt etwas vermeiden. überlegen, was wir den Bürgern geben können, wenn sie überleben. Irgendwas. Wir Was auch können, immer. wir könnten einen Orden stiften für die Überlebenden der Schlacht. Dann könnten ihre Enkel und Urenkel berichten, sie standen auf den Wällen, vereint im Kampf gegen den Dämonen, König, Kaiser. Wir müssen an ihren Glauben appellieren, an das, dass sie an die Zwölfe glauben, für die Zwölfe kämpfen und die Zwölfe ihnen beistehen. Das hat Harald damals vor 25 Jahren auch gemacht. Hat jeden, der damals im Oger, in der Ogerschlacht mitgemacht hat, den Reichsadel verliehen. Das klingt besser als ein Orden. Können wir Nun. Ihnen nicht sowas anbieten wie, wenn ihr mitkämpft und ihr haltet diesen Orden, dann müsst ihr ein Jahr keine Steuern zahlen. Das motiviert die Leute. Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt dürfen, aber das würde zumindest genug Leute an unsere Seite ziehen. Auf jeden Fall würde es auch Söldner anziehen, diese Orden dann verkaufen wollen. Was auch immer. Wäre es denkbar, diesen, nun ja, Bürgern Gareths Teile eines Bürgerrechts einzuräumen, das wäre für sie und für ihre Nachkommen förderlich. Vor allem den Außenstehenden, den Flüchtlingen, die jetzt keine Rechte haben, nicht arbeiten dürfen, wenn wir ihnen die Möglichkeit geben, vollwertige Bürger zu werden. Für Und diese ihren Gruppe könnte Familien. das tatsächlich eine gute Motivation machen. Aber was in der Heimat auch den kleinsten Bauern dazu bewogen hat, zu der Waffe zu greifen, war der Schutz seiner Familie. Vielleicht könnten wir an diesen appellieren. Ihr meint, wenn der Vater fällt, muss der Sohn oder die Tochter nicht in ewiger Sklaverei leben? Genau so etwas. Ich sag's nur ungern, aber vielleicht sollten wir uns eher darauf konzentrieren, die Festung irgendwie zu stürzen. Ich bin mir nicht mal sicher, ob normale Fußtruppen uns überhaupt helfen. Ganz egal, wie viele Männer und Frauen wir auf dem Boden haben. Wenn er einfach mit seiner Festung über uns drüber fliegt, sein Magnus Opum anwirft, werden sie alle sterben. Ob wir dann 10.000, 100.000 oder sogar noch mehr haben. Und dann noch 10.000 weitere Bogenschützen, die uns die Dämonen vom Leib halten, könnten entscheidend sein, dass wir auf die Festung kommen und sie vernichten können.
Ja, wie kommen wir auf die Festung? Das müssen wir erstmal besprechen. Ah, apropos, wir hatten ja vorhin schon über das Waffenbalsam gesprochen. Ich glaube, Rodrian Padegan steht auf. Ich werde einmal mit Tyros Praa sprechen. Er ist ein herausragender Alchemist, der hier in der Akademie im Süden in der freien Wissenschaft weilt. Ich werde gemeinsam mit ihm einfach mal in Richtung Nadersheim gehen und dort ab Effertempel schon einmal beginnen, das Waffenbalsam aufzusetzen. Ich glaube, das ist gut. Das ist sehr hilfreich. Vielen Dank. Der Grund, warum ich und Rafim hier zu spät eintrafen, nun, wir hatten eine gewisse Unterhaltung mit gewissen Elementen der Gilde der rechten Hand. Sie boten uns an, im Kampf gegen Galotta und seine Schwarzwesten zu unterstützen, mittels Artefaktmagie und, nun ja, eventuell anderen Mitteln. Ich betone ausdrücklich, nahm die Dämonenbeschwörung hierbei aus. Will ich auch erwarten. Rodrian Padegan erhebt sich, verabschiedet sich bei allen, gibt Jalan dann noch den Hinweis mit, er möge sich doch bitte bei ihm oder seinen alchemistischen Laboratorien melden, um noch so etwas wie einen Schlaftrunk zu bekommen, wenn er irgendwann das Bedürfnis hat, schlafen zu gehen. Und geht dann. Kommt natürlich einem Eklat gleich, dass er sich jetzt schon verabschiedet, vor allem dadurch, dass er jetzt Oberhaupt der KGA ist. Aber er ist gerade komplett überfordert und scheint hier gerade ein bisschen neben sich zu stehen. Nun, es steht immer noch die Frage, wie wir auf diese schwarze Festung gelangen. Gibt es hierzu Vorschläge? Bitte sagt nicht Ogerlöffel. Ich wollte es gerade vorschlagen. Das habe ich kommen sehen. Habt ihr eine bessere Idee? Ich sage nicht, dass meine Idee gut ist, aber ich sage, meine Idee würde funktionieren. Weil wenn ihr nichts Besseres habt, stehen wir hier unten und werden von Magnus Opum zerfetzt. Opus Magnum. Scheißegal, wie der Fuck heißt. Meine Kenntnisse der Alchemie sind natürlich begrenzt, aber gibt es nicht eine Art Levitationselixier? Wir wollten gerne auf die Festung und nicht langsam hinaufschweben, während wir abgeschossen werden. Müssen da mit Tempo oder am besten sofort hoch. Aber ihr habt ja gesagt, dieses Transferdales-Ding funktioniert nicht, richtig? Wenn wir den Limbus versiegeln, nein. Abgesehen davon muss man den Ort kennen, an den man springen möchte. Die Katapult-Idee gefällt mir immer noch. Eine Möglichkeit wäre ein Luftdschinn. Doch würde der nicht korrumpiert und vernichtet werden? Es käme natürlich auf den Zeitpunkt an. Wenn das Magnum Opus schon im vollen Gange ist, beziehungsweise gerade die erste Phase läuft, wahrscheinlich ja. Könnten wir aber früh genug auf die Festung springen, dann könnte es funktionieren. Wäre es möglich, einen Karakil zu kapern? Nein. Dazu müsste man überleben, diesen Dämonen. Ich kann nicht glauben, dass er einen solchen Vorschlag macht. Oh, das ist etwas, was wir im Blutigen See schon einmal getan hatten. Das sind keine Pferde, Kiaras. Dämonologie ist ein gefährliches Werk. Und die Menschen, die behaupten, der Dämonen Herr zu sein, sind es nicht wirklich. Ich dachte eher so an etwas, wir steigen auf das Ding drauf, rammen unser Schwert rein und lenken es dann in die Festung, bis wir ankommen. Oder er transportiert können wir uns nicht... Dieser Ort, muss das auf dem Boden sein oder kann das auch in der Luft sein? Dieses transversales Ding. Ich verstehe nicht, worauf ihr hinaus wollt. Wir nehmen meine Hexe und der Magier-Typ mit dem Transversales geht nach oben. Irgendwo in die Luft da oben. Wenn wir wissen, wo die Festung ungefähr rauskommt, machen wir dieses. Wir tun uns nicht mehr weh, aber wir können auch niemandem wehtun Ding an. Dann machen wir das Transversales Ding an. Wir fallen von oben auf die Festung drauf. Wie gesagt, der Transversales funktioniert auf dem Prinzip des Limbus-Transportes.
Ist dieser Limbus verschlossen? Dann ja, aber er ist doch nicht verschlossen über der Dämonenbrache. Habt ihr doch gerade noch gesagt. Ihr deswegen wollt bricht doch auch da die Festung. Über die Dämonenbrache fliegen? Seid ihr völlig von Sinn? Ja, aber da kommt doch die Festung her. Wann wollt ihr denn auf die Festung draufspringen? Wenn sie mitten in der Stadt ist, dann ist zu spät. Das Problem ist, dass über der Dämonenbrache der Limbus ziemlich zerrissen ist. Das heißt, es gibt keine Garantie dafür, dass wir an genau dem Ort herauskommen, wo wir herauskommen möchten. Was, wenn durch irgendeinen Limbusriss wir uns um 50 Schritt vertun und neben der Festung erscheinen und dann herunterplumpsen? Oder direkt in der Niederhölle landen. Das ist auch möglich. Oder eure Seele wird vom Körper getrennt. Oder euer Arm ist abgerissen. Finde ich die Idee mit dem Ungerlöffel immer besser. Da müssen wir uns nur darauf vertrauen, dass der Zwerg, ich nehme an, der Heilbrax würde sich sogar freiwillig melden, uns vernünftig da drauf schießt. Und das soll wohl klappen. Er klopft dir auf deine große Schulter, während er neben dir sitzt. Ah, den Schuss mache ich. Welche Möglichkeiten gibt es? Luftgen, bevor der Magnum Opus ausgelöst wird. Ich hatte gehört, dass es auch noch stärkere Elementare gibt. Würde so etwas funktionieren? Ich bin keine Expertin für Elementarmagie. Dazu müssten wir den Erzmogus Jelef Ibn Yasafa fragen. Es gibt natürlich noch stärkere Formen von Elementaren, das ist korrekt. Meines Wissens nach ist die Beschwörung dieser sehr kompliziert. Und doch etwas Stärkeres würde wahrscheinlich auch länger aushalten, bevor es übernommen oder zerstört wird. Davon ist auszugehen. Und zudem haben Elemente oder Elementare sich sehr willig gezeigt, bei der Bekämpfung von Dämonen zu helfen. Ja, aber ich bin zwar kein Elementarist, denke trotzdem, dass dies die oberste Priorität sein dürfte. Wenn ihr hier irgendeine Art von Djinn oder eurem elementaren Meister ruft, dann wird dieser höchstwahrscheinlich den Kampf gegen die entweder Dämonenbrache aufnehmen oder gegen Kolakai oder die Karakide oder die Irrhalken. Die Priorität wird nicht sein, uns dort hochzubringen. Nicht, wenn wir diesem Djinn oder elementaren Meister klar machen können, dass wir auf die Ursache... Ihr verkennt, wer der Herr und Meister ist. Ihr seid nur ein Bittsteller. Wenn wir dem Elementar klar machen, dass er damit am meisten Schaden gegen seine Feinde anrichten kann? Und so etwas wollt ihr in unsere Sphäre rufen. Etwas, das ihr nicht mal sicher kontrollieren könnt. Technisch gesehen sind Elementare Teil dieser Sphäre. Ja, dann habt ihr schon mal etwas davon gehört, wie man einen Waldbrand bekämpft? Wenn ihr jetzt sagt, Feuer mit Feuer, Karinor. Man setzt ein Feuer, das ein weiteres Feuer eindämmt, indem es nun einen kleineren Teil auffrisst und den Weg versperrt. Wir sollen also hoffen, dass wir die eine Art der Beschwörung mit der anderen Art der Beschwörung bekämpfen können. Dass wir hoffen, dass diese Elementare ein klein wenig weniger unberechenbar sind als Dämonen. Wollt ihr mir das sagen? Nun, wenn wir einige Elementare hätten, die Dämonen zerfleischen, bevor sie unsere Verbündeten zerfleischen, ja, das wäre zu bevorzugen, oder? Gerne nehme ich einen alternativen Vorschlag eurerseits an, Oberleutnant. Was ist aus dieser Idee mit diesem fliegenden Teppich geworden, von dem Yasafa sprach? Habt ihr einen zufällig in eurer Besenkammer? Ich weiß, dass Yasafa einen fliegenden Teppich hat. Seht ihr? Ist das nicht auch elementare Magie? Ich habe auf dem Konvent sogar noch drei andere damit rumfliegen sehen. Aber ich glaube, zwei von ihnen sind auch geflohen. Passen wir überhaupt alle auf diesen Teppich? Wie groß ist so ein fliegender Teppich? Aber mir fiel gerade etwas anderes ein. Ich habe zwar nie selber mit Leonardo gesprochen, aber es soll wohl noch eine Art Fluggerät von ihm hier geben. So eine Art Ballon mit heißer Luft gefüllt. Das hat er mal vor ein paar Jahren, ich glaube vor 20 oder so, gebaut. Wie schnell ist das? Das weiß ich nicht. Wie sicher ist das? Wurde noch nie erprobt. Aber mir, das ist ein Problem für wann anders. Wenn das zu langsam ist, dann hilft uns das nicht. Dann schießen die uns aus der Luft. Dann würde ich eher auf den Ugerlöffel vertrauen, als auf ein experimentelles Gefährt. Wir haben natürlich auch noch den Nihilo Gravo. Ist das denn schon wieder?
Das ist genauso riskant. Ihr stellt euch auf die Erde und springt. Und dann springt ihr so weit in den Himmel, bis Prios sagt Stopp. Und dann fallt ihr. Aber ihr könnt euch also im Flug selbst nicht mehr kontrollieren. Gefährlich. Aber eine Möglichkeit. Vor allem gefährlich, falls man angegriffen wird währenddessen. Korrekt. Wenn ihr aus dem... Stellt es euch vor wie einen Kreis. Stellt euch unten auf einen großen Kreis, sagen wir einfach... Durchmesser von 3 Metern. Innerhalb dieser 3 Meter könnt ihr euch bewegen. Wenn ihr allerdings diesen Kreis verlasst, irgendwo in der Höhe von 50 Metern, dann verlasst ihr die Nihilo-Gravo-Zone und fallt den Gesetzen der Schwerkraft gehorchend auf den Boden. Da klingt der Oberlöffel nach der besseren Idee. Magistra, wie weit kann einen ein solcher Transversales Zauber tragen? Ist schon der, mit dem wir hierher kamen. Yasafa kann damit durch ganz Aventurien springen. Wenn wir natürlich auf die Unterstützung eines Erzmagus zurückgreifen könnten, theoretisch unbegrenzt. Apep hat uns seine Hilfe nicht unbedingt verweigert, aber er hat auch nicht zugestimmt. Auf den sollten wir es nicht verlassen. Vielleicht könnten wir die Greifen um Hilfe bitten, falls es noch welche gibt. Sollten diese Greifen nicht von dieser Tatsache hier schon lange erfahren haben? Nicht göttliche Kreatur? Sie sind Prios Sendboten. Auch also der Prios ist nicht allwissend. Ja, aber Prios wird diese Schlacht doch bestimmt schon mitbekommen haben, wenn sein gewähltes Reich 2 Kaiserinnen an einem Tag verliert. Also wenn diese Greifen kommen, dann denke ich, dass sie entweder schon auf dem Weg sind oder sie werden nicht kommen. Wäre zumindest eine Möglichkeit. Wie wäre es mit einem, einem kurzfristigen Artefakt, mit dem man uns versteinert? Eben jener Cantus Paralysis, der sich bei Aufschlag oder kurz nach dem Aufschlag diesen Zauber unterbricht, sodass wir ungehindert in diese Festung einschlagen und dann wieder uns frei bewegen können. Die Artefaktenmagier aus Kunchum sind geflohen. Nun ja, die Magier der linken Hand sind es nicht. Und was passiert, wenn wir in die Seite der Festung einschlagen? Aber mir, ich bin so froh, dass ich euren Rauswurf selbst unterzeichnet habe. Dass Brüsche euch wieder aufnimmt, ist ein Graus. Ich lächel ihn nur an. Nun, dieses Vergnügen liegt auf beiden Seiten. Nichtsdestotrotz, unser Meisterschütze, der Hochkönig, sollte nicht verfehlen. Wirklich, Jalan, dass ihr da schon wieder dran zweifelt. Ich bin mir sicher, wir werden genau in der Mitte der Festung einschlagen. Dort, wo er uns hinzielt. Ich denke, der Dünne da heißt Abelmir. Das ist doch Jalan, oder? Zeigt er wirklich auf Jalan? Er zeigt gerade auf Abelmir. Du hattest aber gerade Jalan gesagt. Nein, mein Name ist Abelmir Japorenes. Wie ist es Jalan von Greifenmund? Wusste ich doch. Ihr Menschen seht alle gleich aus. Ich kann euch nur unterscheiden, weil, naja gut, du bist groß, Rafim, aber du hast keine Knollennase, Abelmir. Darüber bin ich auch froh. Nun, die Schießkunst des Hochkönigs in allen Ehren. Was passiert, wenn sich die Festung während unseres Fluges bewegt? Was passiert, wenn ein Dämon unseren Weg kreuzt und wir entsprechend abgelenkt werden? Also wir tot. Wenn irgendeine Art von, was weiß ich, Antimagie uns ein klein wenig an unserem Kurs abbringt? Was wissen wir überhaupt über die Oberfläche, die Beschaffenheit der Oberfläche der fliegenden Festung? Sind dort überall Öffnungen vorhanden? Gibt es dort vielleicht Reißzeichnung davon? Die Oberfläche von Kolakai ist bestückt mit Hölleneisen. Ich bin mir vielleicht gar nicht ganz so sicher, ob
ein Paralü reicht, um Schaden zu verhindern, wenn ihr von einer Hölleneisenstange durchbohrt werdet. Ja, das klingt eher nicht gesund. Ansonsten nicht, ist Wurzeln. Wir könnten es ja kombinieren. Der Hochkönig schießt uns mit diesem riesigen Geschütz dorthin und die Luftelementare begleiten uns und sorgen dafür, dass wir nichts Gefährliches einschlagen. Dann verlassen wir uns nicht nur auf die Elementare und auch nicht nur auf den Plan vom Hochkönig dort einzuschlagen. Einer der Türme der Festung wurde von einem Bannstrahl vernichtet. Es könnte durchaus eine Öffnung geben, in die wir hineingelangen könnten. Wir müssten nicht drauf landen. Eine andere Möglichkeit wäre, diese Festung vor der Stadt kurzfristig zur Landung zu zwingen. Mittels eines, nun ja, Unitatsi-Rituals mehrerer, vieler Anti-Magier mit einem Kantus des Bewegungsstören. So könnten wir diese Festung kurzfristig auf den Boden zwingen. Ist das nicht eine Anti-Magie? Exakt dies. Und waren die Magier der Feinde nicht auf Anti-Anti-Magie spezialisiert? Besonders die in Jolgomag. Was glaubt ihr, warum Isilia damals gefallen ist? Ich wollte euch nur eine Möglichkeit aufzählen. Das ist tatsächlich ein guter Vorschlag. Aber Iserun hat natürlich recht. Oberst Iserun hat natürlich recht. Wie ihr aber mir herausgefunden habt, in der verfluchten Stadt sind dies Anti-Anti-Magier. Und sie werden natürlich ihre eigenen Ideen dazu gehabt haben in der Akademie, wie man sich gegen so etwas wehrt. Nun ja, haben wir mehr Magier als sie? Vermutlich jetzt nicht mehr. Der zerstörte Turm ist schon mal ein guter Anhaltspunkt. Wenn wir es schaffen könnten, dorthin zu gelangen, stehen die Möglichkeiten schon mal nicht schlecht, dass wir hineinkommen könnten. Ich denke nicht, dass es allzu viele Öffnungen hineingibt. Alles, das würde keinen Sinn machen. Naja, die Festung soll ja landen. Ich denke schon, dass es einige Öffnungen geben wird. Es ist ja immer noch eine Festung. Es ist ja kein fliegender Steinklotz. Sie wird ganz normal. Besteht sie nicht aus der alten Stadt, aus seiner komischen Dämonenstadt? Hat er doch umgeformt und jetzt hat er diese fliegende Festung draus gebaut. Wie auch immer, mir egal, wie er es gemacht hat. Dann sind das doch ganz normale Gebäude, oder nicht? Eben nicht. Nichts, was aus Unmetall und Unstein gebaut wurde, ist normal. Nun ja, er meint wahrscheinlich die äußere Form. Richtig. Nicht die Materialien. Ah, verstehe. Es werden ja nur diese Dämonenanbeter müssen ja auch diese Gebäude verlassen. Die müssen da ja auch wieder rauskommen. Außerdem fliegen die. Warum sollten die sich darüber Sorgen machen, ob da viele Eingänge sind? Würde ich auch nicht. Das ist natürlich schon richtig, aber aus welchem Grund sollten sie viele Eingänge gebaut haben? Naja, es ist immer noch eine Festung. Dort werden viele Gänge sein, auf denen Soldaten hin und her laufen können. Die werden auch Geschütze haben. Die bauen ja nicht eine fliegende Festung und haben dann keine Soldaten dabei. Diese Irrhalken, die müssen ja auch irgendwo rausgekommen sein. Aus den Irrhalkenröhren. Wenn wir natürlich in die Irrhalkenröhren hinein könnten. Und die Irrhalken loswerden. Also, wenn wir auf dem Ding sind, da irgendwo reinzukommen, wird nicht das Problem sein. Wir müssen da nur irgendwie drauf. Exakt. Magister Melvin, seid ihr mit dem Hexenzirkel der Stadt Gareth vertraut? Ich weiß, dass sie existieren, in Mylas Grund, die großen Krähensteine. Aber ich bin mit ihnen nicht verbunden, sie leben dort sehr zurückgezogen. Ich bin der Meinung, dass ihre Oberhexe eine Schöne der Nacht ist. Und laut den Einsichten, die ich von Nemrod noch bekommen habe, nicht von Paligan, soll wohl das Bordell Leftanshorn
Ansprechpartner für Normalsterbliche sein. Lefthandshorn liegt meines Wissens, hebt dabei verteidigen so ein bisschen seine Hände, ich war da noch nie, in der Stadt? Da müsste man dann jemanden fragen, der sich mit den Bordellen der Stadt auskennt. Wir springen von einer Art der finsteren Magie zur nächsten. Kiras, was ist über dieses Lefthandshorn? Nicht viel. Gassenwissen plus 7. Gassenwissen? Ja, da gehört's hin. Nicht viel. Über Lefthand haben sich meine Lehrer ein wenig ausgeschrieben. Wenn uns die Hexen denn da hochbringen, können diese Besen mehrere Leute transportieren? Ist das möglich? Das ist die Frage. Ich kenne mich natürlich mit hexischer Magie nicht gut aus. Noch nie davon gehört, dass mehr als eine Person auf einem Hexengerät gesessen hätte. Aber vielleicht lassen diese Geräte sich auch so steuern. Wir waren mal mit einer Hexe unterwegs. Wie hieß das noch gleich? Ach, ich krieg's nicht mehr zusammen. Meint ihr ihr Fluggerät oder was meint ihr? Ich meinte, weil ich mich noch erinnern könnte, wie das mit dem Fliegen noch ging, aber ich habe dem nie allzu viel Achtung geschenkt. Fragen könnt ihr wohl. Aber ach, verfluchte. Gibt es denn keinen vernünftigen Weg? Wenn Preios nicht seine Greifen schickt, werden wir wohl auf Magie zurückgreifen müssen. Gehen wir hin und bitten die Greifen um ihre Hilfe. Hält euch ja keiner von ab. Du merkst, wie der Zwerg Saldo Foslarit sich so ein bisschen durch sein Bart streicht. Also, Konvokatus, ihr seid ja ausgewiesener Meister der Weißmagie. Welche dieser Möglichkeiten würdet ihr noch am Rang der Preuers gefälligsten beurteilen? Auch wenn das Wort an sich vermutlich blanker Hohn ist. Die Greifen. Am Ingrim gefälligsten wäre natürlich diese Flugmaschine von Leonardo, die ich eben erwähnte. Die müsste man natürlich vielleicht vorher testen und nicht den Jungfernflug während der Schlacht ausprobieren. Das wäre nicht sehr hellsinnegefährlich. Und vielleicht sollten wir alle Möglichkeiten in Betracht ziehen und verschiedene Alternativen durchspielen. Wenn die eine Methode nicht funktioniert oder uns nicht zur Verfügung steht, bleibt uns immer noch die eine oder andere Alternative. Also müssen wir Jasopha auftreiben, wir müssen die Maschine testen und wir müssen den Ogerlöffel erst einmal in Gang kriegen. Ogerlöffel im Museum, Hexenbesen, Greifen, die Maschine von Leonardo. Bewegung stören. Also gut, ich glaube, an dieser Stelle machen wir uns jeder unsere eigenen Gedanken und treffen uns morgen zur gleichen Zeit wieder hier. 20. Stunde. Ich glaube, wir alle haben den Tag über lang genug gekämpft, gefochten, gestritten, diskutiert, mit dem Leben gerungen. Jeder ab ins Bett. So sei es. Dann schiebe ich meinen Stuhl zurück. Stehe auf. Ja, meine Herren, meine Damen. Aber wir beide müssen noch mal kurz was besprechen. Das sehe ich auch so. Ja, und ich folge aber mir, wo auch immer hingeht.
ja wahrscheinlich raus und ja, dann zwei. Die Leute verabschieden sich dann noch kurz, einige bleiben noch kurz miteinander stehen, unterhalten sich kurz leise, ja, verabschieden sich dann in die Nacht und jeder geht seines eigenen Weges. Was euch auffällt, ist, dass Ömer besonders ruhig war und zugehört hat, aber nichts gesagt hat, was merkwürdig war. Wird dann selber verschwinden, ohne dass er sich verabschiedet. Garino, Isarun. Ja, Lan. Was sollen wir nur tun? Es scheint, als würden wir in einer Sackgasse stehen und die einzigen Wege hinaus, in die niemand gehen will. Nun, manchmal muss man einen unangenehmen Weg gehen, um ein vernünftiges Ziel zu erreichen. So sehe ich das auch. Das sind die Prüfungen der Götter. Es ist nicht immer nur ein Gott, der einen prüft. Dasselbe haben wir in Werheim vor den Basaltkammern auch gesagt. Die Götter haben uns prompt dafür bestraft. Nun, und dennoch haben wir es geschafft, diese verdammte Wolke zu bannen, oder nicht? Was uns wenig gebracht hat. Außer dass diese Knolle... Ich würde es nicht behaupten. Hätten wir sie nicht gebannt, hätten der Feind immer noch eine komplette Armee aus Untoten und wir müssten uns zwei Gefahren stellen. Es mag zwar nicht so aussehen, aber wir haben einen Sieg errungen. Dafür liegt die Pestknolle, Plagenknolle, was auch immer, jetzt irgendwo vor Wilhelm an einer Felsspalte. Nun, da würde sie wahrscheinlich auch liegen, hätten wir sie nicht benutzt. Das ist richtig. Es ist gut, dass ein Heer von Untoten vernichtet wurde. Albrecht hat es doch selbst gesagt, wenn es dem Drachen gelungen ist, die Koschkammern im Kosch der Zwerge zu vernichten, dann glaube ich nicht, dass die Basaltkammern der Praios, einer kleinen Praios-Kirche, überhaupt etwas ausrichten könnten. Wir müssen das Beste aus dem machen, was wir haben. Und all diese Menschen. Ich meine, Eisinger hat recht, verdammt, aber was sollen wir denn machen? Die ganze Stadt ist voll und wir kriegen die nirgendwo hin. Es gibt niemals Kriege ohne Opfer. Das ist eine sehr traurige Realität. Alles, was wir tun können, ist, nun, so viele wie möglich zu retten. Und wenn so viele wie möglich nicht genug sind? Es muss genug sein. Es wird genug sein. Ich wünschte, ich hätte euer Göttervertrauen noch. Kommt mit. Wir gehen in den Tempel. Ich glaube, ihr habt das jetzt nötig. Vermutlich. Vermutlich. Isarun, begleitet ihr uns? Ich denke, ich werde mich zurückziehen. Mir fallen fast die Augen zu. Für mich hellwach. Wen wundert es? Drei Pillen, ernsthaft? Es sagte nicht, dass... Gut. Als ob es Kekse von Frau Prutz gewesen wären. Und so geht ihr gemeinsam mit euren Gesprächen aus der alten Residenz entlang am Park und dem kleinen ruhigen See. Vor euch öffnen gerade die Löwengardisten das schwere Tor. Es ist spät in der Nacht. Und ihr macht euch auf den Weg.